Schon als Kind werden wir gefragt, was wir dann mal werden wollen, wenn wir erwachsen sind. Für die meisten von uns ist es ein Ausprobieren und herausfinden, was es zu uns passt. Doch für 15% der Bevölkerung ist das Ganze etwas komplizierter. Personen mit Beeinträchtigungen finden noch schwer eine Lehrstelle oder anschliessenden Job. Sei es, dass sie schulerisch nicht so gut sind, eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung haben oder psychische Probleme. Für diese Menschen ist die Berufswahl sehr schwer und die Auswahl meistens sehr klein. Aber der Arbeitsalltag ist meistens nicht sehr abwechslungsreich. Für das ich mir selber ein Bild machen kann, wie genau so ein Tag aussieht und wie das es ist, mit beeinträchtigten Personen zusammenzuarbeiten, bin ich einen Tag hier in der Bäckerei beim Donner. Gut. Kannst du schon mal zeigen, was ich so machen soll? Ja, also, was soll das? Zuerst so ein bisschen in Melbourne. Deinen Namen weiss ich gar nicht. Wie heisst du? Joy. Joy. Okay. Und du heisst Gideon. Gideon. Okay, ich bin Jessica. Und du? Wie heisst du? Markus. Sie denken so aus. Und in was tust du dunkeln? Was ist das? Das ist Weissmehl. Ah, okay. Wir haben hier oben drauf. Ah, dass es gut aussieht? Genau. Viele von den Mitarbeitenden haben vorher zu Madis gearbeitet. Das ist auch schwer, die ganze Zeit, du musst, gell? Du musst meine Zeugen machen. In der Werkstatt für Personen mit Beeinträchtigungen, wo sie vor allem mit Verpacken und Montieren sind beschäftigt. So auch der Mario. Er ist in der Eröffnung mit dabei. Aber es macht mehr Spass. Ja, schon da. Und dann wollen wir noch so die Abwechslung geben. Und du gehst eben mit einem guten Gefühl hin. Und wenn die Leute sagen, ja, los, das Rot ist mega fein, du weißt, du hast etwas Gutes gemacht und so. Das hast du jetzt noch nicht? Nein, das hast du nicht. Nein, machst du einfach so für Firmen auftragen oder so Industriezeug und so. Und dann sagt niemand, weißt, du machst einfach dein Zeug oder am Abend gehst du ein. Der Mario hat eine Lehre angefangen als Maurer. Den hat er aber dann müssen abbrechen, weil er schon ein Problem bekommen. Das Ganze hat bei ihm zu psychischen Problemen und Depressionen geführt. Und darum arbeitet er heute auch hier. Du kannst einfach die Privatwirtschaft nicht übergehen, wenn du zu Ausfällen bekommst. Aber du bekommst jetzt einfach IV-Rente oder du bekommst genau, hier auch Lohn? Genau. Okay, und hier bekommst du auch Lohn? Genau, man kriegt auch hier etwas über. Mehr so Sackgeld? Ja, ja, genau. Aber ja, mir geht es ja gut finanziell. Ich muss ja nicht 100% arbeiten, ich arbeite ja 80%. Mhm. Und meine kleine Schwester ist ja so alt wie du, sie ist meine Beiständin. Weißt, sie macht Finanzen für mich und so. Okay. Und das ist ja eine günstige Wohnung und ich spare im Monat 500 Stutz. Oder? Aber wie viel bekommst du, wenn du hier arbeitest? 600 Franken habe ich jetzt. Im Monat? Genau. Aber das ist natürlich bei allen etwas anders. Und da haben ja viele mega Probleme und so. Ein paar hat zum Beispiel auch 800, 900, finde ich gut. Aber dann hat jetzt zum Beispiel nur 3-4 Rente und die eine ganze Rente. Aber ich meine, sonst als Verkäufer hast du viel mehr Lohn. Ja, ja, aber. Aber gleich komme ich dann einfach auf meine 3-6, 3-7, die ich dann habe mit EL, mit IV und AM. Würdet ihr für 600 Franken im Monat arbeiten? Also ich nicht. Klar, er bekommt noch IV. Aber so wird ihm doch gezeigt, dass die Arbeit, die man macht, nicht wirklich einen Wert hat. Und dabei machen sie den ganzen Tag doch so viel. TikTok-Videos? Ja? Wie heiß ist? STL Boy. Moment, Moment, Moment. Ich habe 11.000 Follower. Aha! Was? Das geht alles um mich. Der TikTok-Star. Schon ein paar Mal erkannt worden. Ey, du stehst doch gerade fix. Ja? Also, danke. Pascal ist 27 und auch seit dem Anfang dabei. Und du machst den Teig zu Weg, auch für heute oder für morgen? Dann wird man heute Teig geben und morgen aufschaffen. Dann bist du eigentlich der Teigmeister? Nicht immer. Eine Zeit lang habe ich hier geholfen. Mhm. Aber jetzt habe ich halt, eine Zeit lang habe ich nur gezüpfelt. Jetzt habe ich eine Zeit lang Züpfeln verpasst. Mhm.
Und er hat auch abgewogen, hat er auch momentan ein Abwägenverbot. Aber dann mache ich das jetzt, weil wir auch, ja, auch die anderen auch lernen müssen. Das, du sagst es so kriminell. Abwägenverbot. Ja. Ja, sonst hat er etwas falsch gemacht, gell? Dann müsste ich auch das Abwägenverbot haben. Kommt dann noch, glaubt mir. Es ist so, weil wir heute schnell sind. Mhm. Ja, wir schnell sind, haben wir nicht zu wenig Arbeit. Okay. Wenn ich arbeite, wissen sie nicht, was sie noch machen mit uns und ja. Die Aussage ist mir am meisten geblieben. Sie wissen dann nicht, was machen mit uns. Einerseits tun sie mega nach Beschäftigungstherapie. Dabei sind sie ja wirklich am Arbeiten. Und andererseits finde ich es mega schade, dass sie bremsen müssen, weil sie zu effizient arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang den Respekt hatte. Wenn ich den Ausdruck «Werkstatt für beeinträchtigte Personen» höre, habe ich ein anderes Bild im Kopf, als das hier. Ich glaube, das geht noch vielen von uns so, dass wir eine gewisse Hemmung haben für Menschen mit Beeinträchtigungen. Dabei ist es für sie wichtig, nicht immer nur mit Leuten aus ihrem Spektrum zu arbeiten. Vor allem, weil das Spektrum so gross und nicht wirklich definiert ist. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft noch viel mehr an einer Barrierefreiheit arbeiten müssen. Vor allem auch für Beeinträchtigungen, die man nicht gar sieht. Und es muss zur Normalität werden, dass man auch sie in unserer Gesellschaft einbringt. Findet ihr, dass man alternative Arbeitsumgebungen schaffen muss für Personen mit Beeinträchtigungen? Und wie genau könnt ihr die aussehen? Schreibt es mir doch in die Kommentare.